Hallo, willkommen zurück bei Atelier Aisha. Wir sind hier nochmal in Riesengang, haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Denn ich wollte nochmal in die Ruinen reingucken, um dort unsere letzten Aufgaben zu erledigen. So, achso, du hast vielleicht noch einen Auftrag für uns. Gucken wir mal. Squash-Tea habe ich. Ich habe Squash-Tea. Da müssen wir ihm... Müssen wir ihr alle drei geben. Schade eigentlich. Aber gut, was soll ich sonst mit dem Tee auch machen? Der war eigentlich für den Wettbewerb gedacht. Ja, 2 bis 3 Leder. 2 Leder. Solche Aufträge liebe ich. Keine extra Arbeit. Jede Menge Kohle. Also Kohl, wie es hier heißt. Und was kann ich für dich tun? Eine Vase. Jetzt frage ich mich, ist das so ein Pott, wie wir den für den Wettbewerb gemacht haben? Oder... Was anderes. Und du, was möchtest? Ach, du möchtest Sprengstoff immer noch haben, ne? Genau, Schwarzpulver. Und jetzt möchte er den Junk haben, den er uns gegeben hat. Zum Glück haben wir den behalten. Und wir haben sogar noch einen Junk übrig. So, jetzt aber rein in die Ruinen. Aber das wird wieder Zeit kosten. Haben wir gleich September. Okay, I think we have the advantage. And there. I'll go from this side. Ja, brauchen wir noch nicht mal Bomben für so einen Kampf. Neuer Besen, sehr schön. Direkt mal ausprobieren. So, Belle, hier hast du einen neuen Besen. Uns noch was zu sagen? Nein. Let's get this out of our way. And there. You're too slow. Thank you.
So, dann sind die auch weg. So, dann. Dann müssen wir noch weitermachen, einen Riesengang. Noch mehr sammeln, denke ich. Oder ich nehme die Monster hier sicherheitshalber auch mal mit. Nee, hier kommen wir gar nicht lang. Wo müssen wir denn hin? Tja, was ist das? Keine Ahnung. Oh. Das ist also der Panzer von so einem, von dem Chef von diesen Slacks hier. Oder Skelett. Tja, mit ihrer Pickaxt kommt sie da nicht, mit ihrer Spitzhacke wollte ich sagen, kommt sie da nicht weiter. Aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, das klein zu kriegen und raus zu transportieren, dann können wir eine Menge Geld verdienen. So, ich glaube, wir müssen hier nur noch sammeln. Ja, dann haben wir Riesengang durch.
Ne, brauchen wir nicht mehr. Also zurück zur Weltkarte. Und was machen wir jetzt? Gehen wir noch einmal ins Dorf. Ja, zumindest kostet ja keinen Tag. Okay, also eine Anweisung, wie man eine bessere Bombe bauen kann. Hoffentlich können wir das irgendwie nutzen. Gucken wir gerade mal. What should I synthesize? Nee, das ist wie immer. Ich dachte, wir hätten jetzt vielleicht ein neues Rezept bekommen oder so. Genau, können wir noch irgendwas basteln, was die Leute hier brauchten oder so? Du wolltest eh nur Schwarzpulver haben. Ich glaube, die Leute wollen jetzt auch nichts Neues. Ich habe denen ja gerade erst was ausgeliefert. Ach genau, vielleicht haben wir ein neues Memo freigeschaltet. Nee. Jetzt haben wir schon 700 Punkte und können sie gar nicht ausgeben. Ich denke, dann müssen wir hier wieder weg. So, können wir hier in der Gegend noch irgendwo sammeln? Nein, da waren wir überall. Keine neuen Gebiete. Da gibt es eigentlich keine interessanten Sachen. Kann man alle noch nachkaufen irgendwo? Da in den Tunnel könnte ich noch mal gehen. Ja, dann mache ich einen kleinen Zwischenstopp. Many cows!
wild cows. I wonder if someone took them out to pasture. But they're cute cows! The grass here is very high in quality, and the cows really like it here. Das ist die liebe Nanaka Gruden. Die Schrift ist ein bisschen ungünstig gewählt, da muss ich immer ein bisschen näher rangucken. Thank you for saying that my cows are cute. Do you like cows as well? Also wenn du mich persönlich jetzt fragst, ich finde Kühe eher so, naja, so mittel, so langweilig eigentlich. About it, but I guess I do. Hannah always helps me out too. She's family to me. So her name is Panna? That's a perfect name for her. She's so strong carrying all that luggage. Very impressive. She's strong and kind, but she's also a glutton. Ja, stimmt. Immer wenn man Panna sieht, ist sie am Futtern. A cow that eats a lot is a good cow. Please keep taking good care of her. Oops, I need to get going now. If I don't hurry, it'll be nightfall. Oh, we have to get going too. Come on, Panna, we're leaving. Goodness. It seems like Panna wants to stay here a little longer. Where are you headed? As where the winds blow, as where the cows go. Where I'm going is up to the herd. Come on, guys. We have to get going soon. If you'll excuse me, I hope we meet again. Ja, da bin ich mir sicher, dass wir die Nanaka noch mal wieder treffen. Sorry, I haven't asked for your name yet. Oh, I'm sorry. I'm Aisha, an apothecary. Although, I'm taking a break from that right now. I'm Nanaka. As you can see, I'm a cowgirl. Let's meet again somewhere, Aisha. Okay, Nanaka. Somewhere again. Okay, da haben wir hier also auch nochmal so eine Search Quest. Wahrscheinlich kriegen wir die für jedes Gebiet. Ja, wo ich schon mal hier bin, dann machen wir das auch. Und dieses Baby's Breath brauchen wir zum Beispiel, um Salz herzustellen. Let's get this out of our way. And there! I'll go from this side. Aber schönes Loot jetzt mit dem Würfel, den wir da gekauft haben. Die 1000 haben sich gelohnt. An easy win.
looks like we get the first move. And there! Okay, I'll be moving. Boring too. Feels like my mom. Ooh, looks like we get the first move. So, das war also ein harter Wurf von dir, der dann einen Schaden macht. Dann möchte ich deinen weichen Wurf gar nicht sehen. Okay, dann reisen wir mal weiter. Ach so, hier sind wir. Ja, ich halte hier trotzdem nochmal. Und es ist Bazarzeit. Wie lange ist es denn noch bis dahin? Ein Tag noch. Ne, zwei Tage bis 14 Berg. Also ich will hier einmal in den Tunnel reingehen. Vielleicht gibt es ja ein Event mit Regina oder so. Done.
Okay, I think we have the advantage. And there! Okay, I'll be moving. And there you go! Take that! Great victory for Madame Wilbell! Peace! Ja, nochmal kämpfen, nochmal sammeln. Ooh, looks like we get the first move. Looks like we get the first move. Okay, das ist eine neue Rüstung für Regina. Immerhin einen Punkt Verteidigung. Tja, 12. Das heißt 13., 14., noch zwei Tage. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch zum Bazar. Ich werde jetzt noch dreimal sammeln. Jo. Und den einen Tag wollen wir jetzt nicht verschwenden. Da gehen wir irgendwann später mal hin. Jetzt erstmal nach Vierzeberg. Recently. What should I do? It didn't seem like there were any other paths. Mm-hmm. We were looking for another way around too, but we couldn't find one. Oh, Nanaka! So we meet again. I wonder if our fates are connected somehow. Tja, mit Schicksal ist das immer so eine Sache, das weiß man nicht.
ob unsere Schicksale verbunden sind. It doesn't seem to have been that long since it collapsed. It's dangerous to go near it. Vielleicht weiß Regina ja Rat, wie wir da diesen versperrten Durchgang wieder aufkriegen. Ja, he's so tall. Oh, this is my brother Juris. Ja, hallo Juris. Juris ist wohl der Ersatz für Sturk in diesem Spiel. Juris Gruden, genau. Looks like it'll be better to find an alternate route. Oh, I know. Aisha, would you like to come with us? I know how he looks, but my brother is actually really dependable. Oh, really? That would be great. Okay, let's look for another way around. Maybe I should just try to find a place where a breeze is coming out. Mhm. Gut. Müssen wir also nur einen Ausgang finden. Ja, den Bazar können wir wahrscheinlich abschreiben. Vor allen Dingen, wenn wir hier schon sind, dann würde ich gerne auch noch sammeln. Von hier kommen wir wahrscheinlich. Salat, genau. Den berühmten Tunnelsalat. Okay, das wird der Ausgang sein. Oder das. Ich sammle hier erstmal alles weg. Alle Sammelstellen. Und gucken wir mal, ob hier irgendwie ein Lufthauch ist. If it's in the way, then you just need to move it. Stand back. Huh? Ja klar, Juris, den dicken Stein schaffst du. Amazing! He moved that giant rock all by himself. My brother takes pride in his great strength, although he balances it out by not seeming to be all that friendly. Sorry about that. My job doesn't require me to be friendly. Geez, you won't be able to make any friends if you keep saying things like that.
Ja, es war echt Glück, dass wir Nanaka getroffen haben. Die gehen jetzt in die Berge. Jo, alles klar. Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier einiges Neues freigeschaltet. Aber für diese Folge soll es erstmal reichen. Ich speichere jetzt gerade mal ab. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Mal gucken, ob wir dann erst in die Stadt gehen oder erst nach rechts oder so. Das werde ich mir noch überlegen. Also bis dann. Tschüss.